Einsatz einer Tagen und heute Übungsverantwortlicher für das Alarmfahrtraining. Wir üben heute auf der einen Seite die Alarmfahrt mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn im Straßenverkehr und werden hier auf dem Bauhausparkplatz einfache Fahrübungen machen. Wir sind heute 50 Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst und den Johannitern und insgesamt 17 Einsatzfahrzeuge. Den ganzen Tag über ist halt geplant, dass wir hier auf dem Gelände eine Fahrerschulung machen mit einfachen Fahraufgaben, Vorwärtsfahren, Rückwärtsfahren einweisen. Und im 10-Minuten-Takt ungefähr werden die Blaulichtfahrten stattfinden im Straßenverkehr und da wechseln sich die Helfer dann durch, sodass jeder am Ende einmal gefahren ist. Es sind 3 Strecken. Jede Hilfsorganisation hat eine Strecke bekommen. Strecke 1 Richtung Bahnhof fährt das DRK. Strecke 2 Richtung Vorhalle und dann oben nach Böhle fahren die Johanniter und Strecke 3 Böhle-Heide und Vorhalle fahren die Malteser.